Mobile Geeks coverage of CES 2014 is powered by ASUS. Hallo, wir sind bei Dell auf dem Pepcom Event und hier wird gerade schon abgeräumt. Was wir aber gerade noch vorher ranbekommen haben, ist das neue Dell XPS 13. Und das XPS 13, wie man hier schon sehen kann, zeichnet sich durch ein sehr, sehr beeindruckendes Display aus. Und wenn wir hier an den Rand gehen, dann sieht man, dass hier nur 5 mm Rand vorhanden sind. 5,2 um genau zu sein. Das Ganze ist also extrem schmal ausgeführt. Das ist hier natürlich ein Panel von Sharp in dem Fall. Hat eine QHD Plus Auflösung in der Touch-Version, also 3200 x 1800 Pixel. Die ganze Sache gibt es auch noch in Full HD, auch mit dem gleichen schmalen Rand, dann allerdings mit einem Alurahmen und Non-Touch. Das heißt also, das Ganze gibt es auch ohne Touchscreen. Dürfte sehr interessant sein für so den einen oder anderen Kunden. Geht dann in dieser Version schon bei $799 los. In Deutschland sicherlich 790 Euro, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber extrem guter Preis. Dann ist das Display matt. Es gibt damit dann kein Grund eigentlich, da großartig Touchscreen reinzuschrauben. Dürfte ein sehr attraktives Gerät sein, gerade für Kunden, die vielleicht mit Windows 10 arbeiten wollen. Denn das Ganze wird ja dann weniger touchorientiert sein und deutlich besser für derartige Notebooks gemacht sein. Umklappen kann man das Ganze nicht, aber das Panel geht immerhin angenehm weit zurück. Ist ganz gut gemacht. Wir haben hier ein Aluminiumgehäuse und wie man sieht, sind diese Platten, die hier drauf sind, das ist gut ein Millimeter, der da drauf ist, würde ich jetzt sagen. Ist also extrem dick. Wir haben hier zwei sehr stabile Aluplatten. Das Gerät richtet sich halt primär an Privatkunden, geht aber auch an Geschäftskunden. Heißt also, Intel vPro-Unterstützung ist vorhanden. Es gibt also Varianten mit Managementfunktionen und so weiter. Das Ganze fängt an in der $799-Version mit dem Intel Core i3. Das ist der 5010U, also Broadwell an Bord bis 2,1 GHz mit 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Flashspeicher für $799. Definitiv ein sehr gutes Angebot. Hier drin steckt ein 52 Wattstunden Akku, der soll für Laufstunden bis zu 15 Stunden sorgen. Bei der Non-Touch-Version, bei der Touch-Version ist es ein bisschen mehr. Das Gewicht geht los bei 1,291 Kilo und dürfte dementsprechend sehr, sehr leicht ausfallen. Und wie man sieht, durch diesen extrem dünnen Rahmen schafft es Dell hier halt, ein Gerät zu bauen, was insgesamt nicht breiter ist als ein 11 Zoll Notebook, aber eben ein 13,3 Zoll Display hat. Wir haben hier Carbonfaserbeschichtung in allen Varianten auf der Palmrest hier, also auf der Handballenablage. Ansonsten hier ein Glas-Trackpad, sehr, sehr angenehm ausgeführt, fühlt sich auch ganz gut an, ist allerdings nur am unteren Rand hier klickbar. Die Tastatur ist hintergrundbeleuchtet. Wenn ich hier in der Mitte drücke, merkt man, da biegt sich absolut gar nichts. Es ist also sehr, sehr kompakt gebaut und dementsprechend sehr, sehr, ja, durchaus attraktiv ausgeführt. Und ich könnte mir definitiv vorstellen, so ein Gerät auf jeden Fall gerne zu nutzen. Denn gerade dieser schmale Rahmen ist natürlich absolut extrem beeindruckend in dem Fall. Die ganze Sache ist relativ dünn, läuft nach hinten spitz zu und wir gehen mal kurz rum. Da fangen wir hier an. Stereo-Lautsprecher, hier ist der eine auf der linken Seite. Dann gibt es hier einen SD-Kartenleser von voller Größe. Daneben USB 3.0, Kensington Lock. Auf der Rückseite soweit erstmal rein gar nichts. Und auf der linken Seite hier in dem Fall dann der Stromanschluss, der hier relativ kompakt ausfällt. Bleibt zu hoffen, dass der Stecker auch so gebaut ist, dass er nicht unbedingt so schnell abbricht. Daneben haben wir ein Displayport, noch einen USB 3.0 Anschluss. Dann gibt es hier den zweiten USB 3.0 Anschluss, bisher leider nur zwei. Und wenn ich hier drauf drücke, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, dann sollte hier theoretisch die Ladestandsanzeige angehen, denn Dell hat hier in diesem Gerät 5 kleine LEDs drin, die anzeigen, wie viel Strom noch in dem Akku vorhanden ist, ohne dass man das Gerät anschalten muss. Definitiv eine sehr, sehr gute Idee. Und dann haben wir hier noch den zweiten Lautsprecher natürlich. Auf der Front gibt es nichts weiter, außer diese extrem dicken Schichten aus Aluminium, die ich so in der Form bisher noch bei wenigen oder keinem anderen Gerät, ehrlich gesagt, gesehen habe. Die Oberfläche hier ist komplett matt, zieht ein bisschen Fingerabdrücke an. Wir sind hier allerdings auch auf der Pepcom. Dementsprechend ist das Ding schon durch ungefähr 1700 Hände gegangen. So viele Journalisten sind hier angemeldet. Und auch auf der Rückseite gibt es komplett Alu. Wenn man die ganze Sache aufmacht, sieht man hier normalerweise bei den Produktionsgeräten, würde dann hier die FCC-Informationen und die CE-Abnahme und so weiter stehen. Das versteckt man hier ganz angenehm hinter dieser Klappe. Der Windows-Aufkleber sitzt da noch auf und außen drauf. Vielleicht wandert er ja auch unter die Klappe, aber man kann ihn ja immerhin abholen und dann ist man den ganz einfach los. Die Lüfter sind hier natürlich weiterhin vorhanden, weil Intel Broadwell U-Serie geht, wie gesagt, los beim Core i3. Geht hoch bis zum Core i7. 5600U ist dann der vPro, der normale ist der 5500er, müssten so um die 2,9 GHz im Turbo Boost sein, ist auf jeden Fall ein extrem beeindruckendes Gerät und in der Form dann durchaus attraktiv.
Ich mache das Gerät noch mal kurz auf, dann können wir hier noch mal einen kurzen Blick auf dieses extrem schicke Display werfen. Und die Touch-Version geht bei $1,299 los, ist also relativ teuer, wiegt auch ein bisschen mehr als die Non-Touch-Version, aber auch dieses Gerät macht definitiv einiges her. Bei der Non-Touch-Version ist der Rahmen matt schwarz auf der Front, also nichts, was den Nutzer blendet. Und das ist natürlich bei diesem extrem dünnen Rahmen sehr, sehr attraktiv. Das war ein kurzer Blick auf das Dell XPS 13 auf der Pepcom zu CS 2015. Und ich war Roland von Mobile Geeks. Und wenn euch das gefällt, was wir uns auf dem Kanal machen, gebt uns einen Daumen hoch, folgt dem Kanal auf YouTube, folgt uns auf Twitter, Facebook und Google+. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann.